Ah, ihr könnt euch hier umschauen, Leute. Kein Bock mehr weit und breit, denn dieses Lager habe ich erfolgreich eingenommen. Gut, jetzt muss ich bloß noch den Turm aufkriegen. Leute, schön, dass ihr da seid. Reicht einfach wieder als Link, einfach wieder Hand auflege oder so? Hallo, mach mal Tür auf hier. Oh, öffnen, tatsächlich. Ah, so. Turm aktivieren und Teleporterpunkt. Einfach alles da. Ist irgendwie so richtig schön. So, der ist nochmal richtig schön wieder verkabeln lassen und so dumm hochfliegen. Das ist auch eine Szene, ey. Die ist eine wiederholte Anschauung wert. Cool. Diesmal ist Link auch ja nicht mehr geschockt, weil er hat alles schon durch, ey. Was Link schon durch hat. Yeah! Wow! Mit dem fetten Stachelball. Das sieht ausreichend, ja. Einfach so, ich wedel mal ein bisschen links und rechts, wird schon alle Details aufgezeichnet haben. Weil ist ja eine super, ultra krasse Kamera drin, die angebaut. Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Ey, das ist so riesig, ne? Wie halt früher. Guck mal, da ist wieder ein Eingang noch in den Untergrund. Ist da auch wieder. Oh Mann. Der Himmel wurde auch aktualisiert. Und da sind sogar noch ein paar neue kleine Inseln. Ja, aber wie kommt man da hin, ne? Himmelskarte aktualisiert, alles klar. Untergrund nicht. Dafür muss ich wieder komische Bäume zum Leuchten bringen. Aber gut, wo fliege ich jetzt überhaupt hin? Ich meine... Ich wollte ja... Ey, was zum... Was schwebt denn hier rum? Archipel. Ja, okay. Weißt du, ich schweb hier einfach auf so ein Dingern rum. Wo war jetzt das, was ich gesehen habe? Auf der Overworld Map? Achso, ja, das ist irgendwie weiter hier. Das ist alles. Ey, das ist so weit weg, ne? Auch wenn das ja nicht so aussieht, aber das ist alles richtig groß. Viel zu groß. Hm. So, ich wollte ja eigentlich nach da. Na, da muss ich mich mal ein bisschen neu positionieren. Norden ist in die Richtung. Sieht man da unten schön rechts schön, wenn dieses Teil da sich da mitdreht. Ja, halt zu den Orni, ne? Och, Mann, Leute, ist das alles schön. Es ist alles so schön. Da hätten wir nicht hinkommen. Ja, gut, dann. Gehen wir mal. Genau, da war ja dieses komische Bild auf dem Boden. Ah, so. Vielleicht kann ich direkt bei einem neuen Schrein oder sowas landen. Ich krieg gleich zwei Herzen dazu, wenn ich bei den Orni ankomme. Die hatten nämlich auch eine Göttinnenstatue. Hoffe ich, dass ich die immer noch habe. Oh, die Brücke. Einfach alles. Jupsa. Okay, lass mal ein bisschen gucken. Da ist tatsächlich noch ein Schrein. Oh, hier ist ja die... Ist ja die Arena? Hier ist ja die Arena. War die nicht ganz woanders? Nee, natürlich war die hier. Weil ich komplett falsch gesprungen bin. Oh, das hier ist die Arena. Und da wäre hier auch noch so ein... Ey, komm, wir reiten dann einfach nach Norden, oder? Wir gehen mal hier runter. Und dann fahren wir hier so ein bisschen lang. Ich fahre mir noch irgendwie ein Pferd oder so. Dann machen wir das mal so. Gehen wir mal zu den Ornis über den normalen Pfad. Okay, machen wir so, Leute. Geil. Aber die Olle, der Olle, die Arena. Oh Gott, wer ist denn da drin? Weil sind da wieder. Leute, ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Die Aquamie. Leute, da ist so ein. Da ist der dreiköpfige Drache drin. Den man aus den Trailern kennt. Gliorg. Oh Mann. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gegen ihn machen soll. Das ist ein bisschen zu heftig, ne? Vielleicht gibt's auch noch eine Quest für oder so, dass irgendjemand sagt, rette uns vor dem Drachen, deswegen lasse ich da erstmal Gnade walten, ja? Dass es das alles noch gibt. Alles wieder schön neu entdecken. Ey, da guckt ihr euch das an, Swoot. Alter! Ich weiß ja nicht, wie ich mit so einem Vieh kämpfen soll. So, der Upside Breath of the Wild dann noch nicht so wirklich. Ich würde gerne mal fotografieren, das Vieh. So, oh, ein verrostetes Schild. Gleich mal ein Foto machen. So, wo haben wir denn hier? Ein. Also auch noch ein Donner-Gliorg. Ach, das auch noch. Die haben auch noch Elementklassen. Ja, klar. Mann. Okay, im Album gesaved. Handbuch erneuert. Der Donner. Ein Griorg. Ein Griorg? Okay, da haben die vielleicht den Namen einfach geändert. Oder es gibt dann einfach unterschiedliche Viecher. Ne? Gliorg, Griorg, Rocky Rocky. Ich weiß es nicht. Die da sind sowieso komisch. Und die heißen ja auch nicht mehr Gyptos, ne? Wir haben schon gesehen, die Mumie da, die hieß ja von Gandalf, da war ja eine Mumie.
Dachte, warte, ihr habt einen Gipto unten gesehen? Okay, wäre schon ein bisschen doof. Vielleicht sind auch Gyptos was anderes. Obwohl, Gyptos waren doch schon diese mumifizierten Menschen, die dann irgendwie wieder zum Leben erwacht sind. Gypto. Ey, Leute. Oh, Leute, guck mal da, eine Feenquelle, Mann! Man kann also die Rüstung auch wieder boosten. Leute, ich muss da jetzt hin, ne? Ich muss da hin. Ein Stall, eine Feenquelle und ein Schrein. Das ist unser Ziel heute. Und vielleicht noch ein bisschen, kloppen. Moment. Oh, da ist immer so viel zu entdecken. Ich bin so richtig voll in Fahrt drin, das ist einfach richtig schön. Alter, da ist wieder so eine fette Rüstung da an der Typ. Hab ich jetzt ja nicht so aus der Nähe gesehen, weil ich immer Angst hab. Und die lieber gleich zersprengen, ne? Gleich zersprengen. Na Leute, habt ihr Angst vor mir, ha? Was ist los? Die Rüstung hat ihn echt geschützt, ne? So richtig komplett. So, jetzt mal kurz ein bisschen... Oh shit, genau, jetzt ist der Schild kaputt. Ich will gerade so richtig schön burnen, wollte. Ich wollte gerade so richtig schön zerburnen. Quatsch, der mit dem fetten Stachelball. So ein bisschen farmen. Jetzt aber. Vielleicht wirft er mich hier einfach an. So, Bockblindhauer wieder alles hier mitnehmen. Oh, das sind geile Waffen hier. Nur richtig mit so einem Stein dran. Ja, okay, es ist soweit. Ich muss mal echt was wegschmeißen. Hier, das ist zu schwach. Oder ich verbinde die halt. Finde ich nicht. Ne, muss ich auch mal ein bisschen langsamer dran denken. Also, ich kann das ja einfach verbinden. Aus zwei Waffen einer machen. Eine machen. Warum denn nicht? Hier, guck mal hier. Zack, ein Reiseschwert. Schon wieder plus 5 Angriff. So, denn das Ding hier kriegt. Achso, die Keule ist ja schon verbunden. Oh, Honig. Ausdauer Honig. Ne, denn reicht es. Oder? Was ist denn hier noch so? Was? Ist das hier ein Rüstungsfragment? Oh, das auf dem Schild natürlich, ne? Cool. Aber es ist auch Angriff plus 5. Es sieht aber geil aus. Das ist ein ultimatives Schutzschild. So, ja, dann klopp ich mal einfach noch hier so einen Stein dran. Felsbrocken. Zack. Hä? Und dann einen Rüstapfel. So. Richtig schöner Stone. Ich glaube aber auch die... Wartet mal, die Bögen, die ich habe. Guck mal, so ein Bockblindbogen ist auch viel stärker. Dann hau ich mal den hier weg. Der ist eh gleich weg. Und nehme mir einen neuen geilen Bogen. So. Hey, guck mal, das sind ja diese komischen Steine. Die sind doch alle vom Himmel, ne? Die so komisch eckig sind. So ein bisschen aussehen wie Waben. Die kommen doch nicht von hier. Wir werden jetzt mal schnell rüber. Njung. Warte, da ist eine Fee. Und ein Oktorok. Oh nein, diese waren immer so zielsicher. Und Entchen. Einfach aus dem Häuschen wegen allem Scheiß, ja? Tut mir da leid. So. Boah, da bin ich doch schon. Da oben ist echt eine Feenquelle. Mal gucken. Aber berichtet da ja keiner drüber? So, früher war es ja auch so, da gab es ja dann quasi so die erste Feenquelle überhaupt. Da haben auch Leute drüber berichtet. Ja, hast du die gefunden? Da war das so eine kleine Quest und so. Kann auch sein, dass sie erstmal ein bisschen teurer ist. Oh, guck mal, ist ja er schon wieder. Oh Gott, und seine Schilder werden immer größer. Oh. Wirklich? Wirklich, Birk, da. Ist das jetzt wirklich nötig, dass das Doppelschild ist? Na, danke für deine Hilfe kürzlich. Na, ich habe alle Hände voll damit zu tun. Davon hält mich weder Wind noch Regen ab. Oh, ja, okay, du machst das prima. Leute, ich kann den jetzt nicht wieder einfach so stehen lassen. Ich muss ihm immer helfen. Der gibt's einfach nicht, ne? Der gibt's einfach nicht. So, ich habe hier jetzt schöne Sachen dabei. Ja, dann baue ich ihm einfach mal... Ja, dann baue ich einfach mal so ein richtig so einen Tisch. Ja, einfach so ein... Ja, das wird schon klappen. Ich hoffe, das ist auch lange genug hier, die Dinger. Wenn ich mal kurz gucke, flupp. Flupp. Oh, die sind zu lang. Verdammt. Die sind jetzt so ja zu lang. Ne, weil... Na dann, okay, dann warte mal, ist anders. Mit den Dingern hier. Wenn ich die mal, so... Ja, das könnte fast hinhauen. Okay, warte, ich mach das schon, dass das richtig passt, Leute. Tschu. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne, na, nochmal so ein bisschen. Oh, na, nicht schräg. Oh mein Gott, er hat schräg draufgeklebt. Warum? Ja. Komm, dann machen wir einfach ein bisschen so hier. Mal drehen, indem ich mich selber mitdrehe. So. Na, ihr wisst schon, was ich vorhabe, ne? Ihr wisst schon, oder? Guck mal, jetzt hier, flupp, flupp, einen richtig schönen Tisch gebaut. So. Da kannst du drauf abstellen. Hm? Ja. Das funktioniert doch. Pass auf, ich mache jetzt nur so zwei Dinger übereinander. Dann haben wir das doch schon. Dann ist das doch alles schon, ey, so perfekt. Perfekt, da geht's gar nicht. So. Und kann nicht umkippen. Bumm. Hoffe ich. Okay, warte, das ist doch noch nicht so richtig. Ja. So, machen wir das so.
Es ist einfach perfekt. Ich weiß das bloß nicht, ne? Das ist ja vielleicht auch noch so ein kleiner Twist oder so, dass das Ding jetzt natürlich ganz anders umkippt. Ne, weil es eben, vielleicht fällt es auch durch dieses komische Gewicht hier. Auf der Rückseite fällt es ja vielleicht auch noch ganz woanders um. Deswegen muss ich vielleicht nochmal ein bisschen stützen. So. Oh, da wird alles gestützt. So, ich weiß nicht genau, weiß. Guck mal, hier noch so eine kleine Schiene drunter. Ne, nicht wahr? Oh nein, ach, man, falsch. Schön, dass man hier einfach jeden bouncen kann, ohne dass der das irgendwie aus Versehen fallen lässt oder so. Ach du Scheiße. Na, das wird schon funktionieren. So. Birk, da, du kannst loslassen. Ich muss mich doch konzentrieren. Lass einfach los. Lass los. Wirklich? Okay. Oh, was soll der Mann? Das ist ja keine Entschuldigung. Oh. Ey, wie kippt das denn um? Okay. Sorry. Dritter Dumpster, alles in Ordnung. Es tut mir so leid. Ja, mir tut's auch leid. Sorry. Okay, es fällt also echt. Ich müsste einfach mal gucken. Für auch Zukunft, ne? Ja, okay. Wie fällt denn das allgemein um? So, erstmal ein Bild machen. Wie fällt das um? Es fällt wirklich nach vorne oben, hat aber dann echt nochmal so ein Gewicht nach rechts. Okay. Ja, Dumpster, ist alles in Ordnung. Dann könnte ich eigentlich das Laune gleiche nochmal machen. Du musst halt anstatt nach hinten zu stützen, halt nach vorne eher stützen. So. Also, hoffe ich mal. Das hier, das bleibt hier so richtig schön. So halt, ne? So ein bisschen so. Guck dir das an. So, weil ich dachte eigentlich, dass es da hinten umfällt. Aber nee, Quatsch, ist ja richtig groß. Warte mal, der Blick nochmal vielleicht ganz kurz. Das nochmal so. Und dann nochmal ein bisschen nah ranschieben. Ach nee, warte, so fällt es vielleicht genau andersrum um. Nein, link. Ach, Mann. So, richtig schön hier. So richtig komplett festgeklebt. So. Wer fällt jetzt nach hinten oben? Wenn, ihr habt noch ein paar Teile. Lass los. Wird wirklich okay. Siehste? Ist doch geil. Oh, das steht von alleine. Ach, guck mal, weil das auch so, jetzt so eine komische Spitze unten hat. Deswegen. Oh, das ist ja genial. Wieso ist mir das noch nicht eingefallen? Ja, okay, war ein schöner Aufwand. Ich musste dann schon rumbasteln. So, ich zog das mir fest hier. So. Steht jetzt genauso scheiße da, selbst Kottkacke? Alles ready. Ich stehe wirklich so jetzt dumm jetzt da. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild wieder verankern. Jetzt muss ich aber noch ein bisschen mehr machen, ne? Ich habe noch ein kleine andere Sachen vor. Hier als Dankeschön. Wieder ein bisschen Cash. Dankeschön. Außerdem muss ich noch alle Arbeit. Hast du doch bestimmt Hunger. Hier, nimm das noch. Oh, Kräuterreisbällchen. Ach ja, eigentlich bin ich dir noch zu größerem Dank verpflichtet. Hier ist meine ganz speziellen Ultrasammlung. Übernachtungsgutschein. Jetzt kann ich endlich wieder andere Ortsschilder aufstellen. Na dann, Homer, hauste. Hau rein. Wie scheiße das aussieht. Ob sich das immer irgendwie verbessert, wenn ich irgendwann nach ein paar Tagen oder so wieder zurückkomme? Wäre natürlich schön. Das ist ja halt wirklich noch der Stall von früher. Da will ich jetzt mal hin. Und halt den Schrein, ne? Ist der Schrein auch wieder an derselben Stelle? Und darum ist halt eine Fee. Die war vorher auch nicht da. Also, die hat ein paar mehrere Feen früher. Die waren aber, glaube ich, alle woanders. Oh, guck mal, die Link, das sieht doch kacke aus mit dem Schwert. Wenn der da im Boden rumglitscht. Also wirklich. So. Warte, der Stall. Ich glaube, das war auch wirklich hier immer der Ort, wo es so verdammt oft geregnet hat. Ups. Oh mein Gott, hier liegen. Steil der Ebene. Da liegt der richtige Autoreifen. Okay. Und was ist denn das hier alles? Was ist das hier? Was ist denn das? Ach, guck mal, ist das so ein Steuerungsding? Guck mal, da kann ich mich draufstellen, denn das sieht aus wie so ein Lenkrad. Ey, wollt ihr mich denn alle eigentlich hier komplett... Wie krass so komplett aus? Da kann ich alle so ein... Mann, was ist denn das? Also, wie genial ist denn das? Ich weiß nicht, wie ich jetzt damit fahren soll, aber... ich will es einfach mal zusammenbauen. Oh, die Fahrtrichtung ist... Okay, ist genau richtig. Okay. Na, einfach nur noch schon mal so. Aber eigentlich bin ich ja wie in dem Stall hier. Ja, ja, dann klebt das mal jetzt hier so, ne? Obwohl, nee, warum nicht in der Mitte? So, und jetzt könnt ihr den einfach fahren? Steuern. Sag mal. Ey, das ist ja einfach so abgespaced. Okay, Hallöchen. Hi. Hallo und willkommen. Erst zum Stall, dann aufbrechen. Das ist nur vernünftig. Das hier ist der Stall der Ebene, wo die große Fee Chaisa residiert. Wenn es um Pferde geht, wende dich bitte an der Rezeption außen. Übernachtung bieten wir an der Rezeption drinnen an. Große Fee, what the fuck? Es heißt, dass Reisende, die von der großen Fee gesegnet werden, auf ihren Reisen besser geschützt sind. Hm? Schau mal, bist du deswegen hier? Madame Sarisa scheint den Klang von Flöten zu lieben.
Wenn Fane dort seine Flöte spielte, dann konnte man manchmal sehen, wie sie von ihrer Quelle aus zugehört hat. Aber seit dem Kataklysmus versteckt sie sich nur in ihrer Knospe. Almus, was flöten diesmal? Wenn man nur das Ensemble herbringen könnte, damit es für die große Fee spielt. Entschuldigung, ich denke nur laut. Was für ein Ensemble? Fühl dich wie zu Hause. Gab es noch mehr Fragen als vorher? Aha. Aber was wird denn hier gemacht? Was ist denn hier los? Wie es Ihnen wohl geht? Was denn? Also, oh, du hast mich überrascht. Also, das hier ist der Stall der Ebene und, ach ja, ich sollte dich willkommen heißen. Tut mir leid, ich war in Gedanken und habe mich erschrocken, als ich plötzlich angesprochen wurde. Was ist denn los? Weißt du, das hier ist eigentlich die Bühne für eine Musikgruppe, das Ensemble Zügellos. Irgendwas muss vorgefallen sein und jetzt spielen sie nicht mehr. Sie sind zum Stall des Waldes in Elden, nordöstlich von hier, aufgebrochen und bisher nicht zurückgekehrt. Ob sie wohl bald wieder hier sind? Ich denke an nichts anderes und kann mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Aber ich muss mich anstrengen, damit zu jeder Zeit alles für ihre Ankunft vorbereitet ist. Okay, gut zu wissen. Ey, wer ist denn da wieder, Leute? Da ist er ja wieder. Der Hund. Ja, oh, so ein süßer Hund. Hallo, oh, guck ihn dir an. Oh, wie süß er ist. Also, er ist schon ein großer Hund, ne? Ja, wer bist denn du? Wer bist denn du? So, wenn ich dir wieder Fleisch schiebe, ob der mir wieder einen Schatz sucht. Ich könnte mal kurz gucken. Warte mal, ich gebe dem mal ein bisschen Fleisch, ja? Und dann sucht er mir bestimmt einen Schatz. So, hier mein Freund. Oh, na? War das lecker? Jetzt kommst du mit, ja? Oh, guck mal, wie stolz er ist. Sag mal, du willst noch mehr. Hundi, ich will jetzt einen Schatz haben. Ich hab das doch nicht umsonst gemacht. Da, da. Wie das war, früher haben die ja dann echt dich zu einem Schatz geführt. Das war echt cool. So, macht er das jetzt? Jetzt muss ich mir erzählen, wie das war. Ach, mein Käferrucksack. Mit dem Käfer. Ja, okay, Terry, du warst natürlich wie mein vorhin. Na, sind Sie ein Reisender auf dem Pfad des Lebens? Ich auch. Ich bin Terry. Und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Ja, ja. Auch in Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Der Hund denkt sich nur so, oh Gott, der Spinner. Ich biete Kleingetier und unentbehrliche Ausrüstung für Reisen auf den Pfad des Lebens vor. Und falls Ihre Reisekasse leer ist, kaufe ich Ihnen auch Ware ab. Ich mache Ihnen einen guten Preis für Edelsteine. Oh ja, falls Sie welche haben, verkaufen Sie sie mir nur. Aber genug davon, was wollen Sie denn haben? Na, erstmal gucken. Der ist halt anscheinend echt wie früher. Auch Highwool-Tomaten, Sportkröten, Maxi-Echsen. Ja, das ist ganz nett, ne? So, und was ist jetzt? Besten Dank, Mann. Du hast jetzt den Sonderpreis für Edelsteine, oder was? Sortieren. Sortiert nach Angriffsstärke, nach häufigst verwendet, nach Typ. Früher waren ja die Edelsteine noch in ihrer eigenen Kategorie, ne? Jetzt irgendwie nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie ja kein Stern oder so was dran, weil sonst war ja immer beim Breath of the Wild, wenn irgendwie gerade Special Sale war, dann waren die Dinger richtig cool. Also, guck mal, ich überlege gerade echt, Materialien ist jetzt komplett zu einem zusammengefasst worden. Sonst hast du wirklich Monsterteile, Edelsteine nochmal so ein bisschen anders. Okay, ich hoffe, das verwirrt mich irgendwann nicht. Nach Effekten sortiert. Ne, okay. Ein bisschen Dank. Brauchen Sie noch irgendwas? Nö, ich will nichts. Ich bin wunschlos glücklich. Ja, Sie Spinner? Willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Oh, du hast ja noch gar keine Stallmitgliedschaft. Ah. Na, eigentlich hatte ich schon mal eine. Unser Stall ist nur im Rahmen einer Stallmitgliedschaft bei den Pferdefreunden zugänglich. Daher musst du dich registrieren, bevor du ihn nutzen kannst. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Ich bin's, Link. Ah. Link, ausgezeichnet. Gut, wir werden uns dann um deine Registrierung kümmern. Weißt du, wie Stelle funktionieren? Eigentlich schon. Ich weiß Bescheid. Ah. Ausgezeichnet. Dann lass mich dich erneut in unseren Stall willkommen heißen. Wenn du ein wildes Pferd zähmst und zu uns bringst, kannst du es hier registrieren lassen. Falls du dich übernachten möchtest, kannst du alles weitere an der Rezeption im Stall besprechen. Also kann ich dir helfen. So, registrieren, Pferde fangen, wisse ich alle schon. Okay, alles klar. Ah, wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Ich habe völlig vergessen, dir zu erklären, wie Stallpunkte funktionieren. Stallpunkte? Ganz genau, dabei handelt es sich um ein Prämiensystem für Ställe. Immer wenn du einen Stall nutzt, erhältst du Punkte. Du bekommst Punkte für das Registrieren von Pferden, für Übernachtung und so weiter. Und zwar in jedem Stall, egal wo. Du bist heute zum ersten Mal hier im Stall der Ebene. Daher erhältst du einen Punkt. Toll. Wenn du die Dienste eines Stalls nutzt, erhältst du Punkte, die du gegen grandiose Treueprämien eintauschen kannst. Punkte bis zur nächsten Prämie 2. Sammle Punkte, um viele großartige Prämien für dich und deine tierischen Begleiter zu erhalten. Prämien erhältst du über das Stallmitgliederbuch, dort drüben. Darin findest du auch alle wichtigen Informationen, zum Beispiel über Prämien und die Stallsatzung. Ah. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Danke, Mann. Okay, krass. Was gibt's denn hier für Prämien? Zeig mal. Erstmal lesen, ne?
Hierher werden die Mitgliederinformationen aller Personen verzeichnet, die sich für die Stallmitgliedschaft registriert haben. Punkte ansehen. Stallpunkte von Link. Du benötigst noch 2. Um das Geschirr zu erhalten, okay? Alles klar. So. Also endlich nochmal übernachten oder nicht? Oh, was ist denn das hier? Eine Karte mit Bäumen, die markiert wurden? Oh, das ist eine Kirschbaumkarte. Ich habe sie anhand von Informationen erstellt, die ich von Reisenden erhielt. Eine Kirschbaumkarte? Kirschbäume mit ihren rosa Blüten sind einfach wunderschön. Wie ich erfuhr, steht der diesem Stall nächstgelegene Kirschbaum einsam auf dem Satori-Berg im Nordwesten. Wenn man den Kirschbaum eine Gabe darbringt, soll eine geheimnisvolle Kreatur erscheinen. Sag bloß. So heißt es zumindest in einer Legende. Ach, wie gern würde ich nur ein einziges Mal einen Kirschbaum in voller Blüte mit meinen eigenen Augen sehen. Der wird ja immer interessanter. Was ist denn hier los? Wow, eine kleine Notiz hier oder was? In Vorbereitung, bitte nicht anfassen, der Stallbesitzer. Okay. Ist in Vorbereitung. Na, wer sind Sie denn? Was gibt's denn heute in der Zeitung? Beckia? Und was steht heute im Kleeblatt-Kurier? Mal sehen. Irgendwas Interessantes? Irgendwas Cooles? Vorsicht vor Blutmond. Mal sehen. In Nächten mit einem roten Mond, auch Blutmond genannt, erwachen alle Monster wieder zu neuem Leben. Ich habe mich ja mal mit einem Forscher unterhalten, der sehr am Blutmond interessiert war. Er wollte unbedingt mal in einer Monsterfestung erforschen, wie sich der Blutmond auf die Biester auswirkt. Aber besonders kräftig schien er mir nicht zu sein. Ich frage mich, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Diese Ausgabe werde ich von vorn bis hinten durchlesen. Und was sind die Schlagzeilen? Große Fee sucht Zuflucht in Knospe. Die der Musik äußerst zugetane große Fee am Stall des Waldes versteckt sich in ihrer Knospe. Stallarbeiter besorgt. Ach, da fällt mir ein, dass ein Ensemble von Musikern auf dem Weg nach Elden im Nordosten sein soll. Wer weiß, vielleicht sind sie ja jetzt im Stall des Waldes? Ich habe übrigens gehört, dass große Feen Reisenden ihren Segen verleihen. Tja, ob die große Fee hier in der Nähe wohl auch irgendwann mal wieder aufwacht? Diese Ausgabe werde ich von vorne bis hinten lesen. Alles klar, Dankeschön. Ey, wichtige Information. Sehr, sehr cool. Und das verdanken wir den Kleeblatt-Kurier. Ob die noch Leute brauchen, vielleicht sollte ich mich mal melden. Kann ich das Rezept hier mitnehmen? Das war ja auch früher so, ne? Da habe ich ja damals immer schon gedacht, oh, wie cool das wäre, wenn man die dadurch hier einfach denn sich merken kann. Aber es scheint ja noch nicht zu gehen. Also, fühl dich wie zu Hause, Mann. Ja, ich überlege, ob ich mir das mal ein Pferd hole. Oder zur Fee gehe. Also, nee, dann wird garantiert, wenn das echt mit Musik ist, dann wird das so gewollt sein, dass man die allererste Fee wirklich auch erst da im Nordosten enttrifft. Weil sonst macht das ja wirklich keinen Sinn. Ich bin echt gespannt auf so ein Ensemble. Die machen richtig Mucke. Ey, die Gehudos, Hallöchen. Wo sollen wir jetzt hin? Ey, kann ich mitkommen? Ich bin ein Boy. Endlich konnten wir die Gerudo-Stadt verlassen und in der weiten Welt unser Glück suchen. Dabei wollen wir auch das Gelernte aus den Woi-Lektionen umsetzen. Oh Gott! Die haben den Männerkurs belegt. Aber keiner der Woi, die wir bisher getroffen haben, hat unsere Erwartung erfüllt. Ja, das kenne ich. Das muss ich mir auch immer oft anhören. Oh, bevor wir aufgebrochen sind, habe ich von einem Woi irgendwo hier draußen gehört. Er soll ein Held sein. Ein Held? Was ist denn ein bestimmt... Das ist ja bestimmt ein starker Woi, der noch größer ist als wir. Oh, da muss ich euch enttäuschen. Den knöpfe ich mir vor. Oh ja, bitte macht das. Aber wir haben doch im Unterricht gelernt, dass man mit Woi behutsam umgehen muss, Männer, die ganzen Waschlappen. Wir können uns gern auf der Suche nach diesen Helden machen, aber wie sollen wir ihn denn erkennen? Oh ja, das legendäre Schwert. Jetzt weiß ich wieder, der Held trägt das legendäre Schwert. Ah, das legendäre Schwert. Moment, was ist das jetzt schon wieder? Wenn es schon legendär heißt, dann leuchtet es vielleicht oder so. Irgendwie sowas in der Art. Oh, dann ist der bestimmt gigantisch, ey. Der Held ist bestimmt mächtig stark, wenn er es schwingen kann. Ah, das wird mir alles schon wieder viel zu umständlich. Alles, was wir brauchen, ist ein Überraschungsangriff. Wenn wir vorsichtig genug sind, könnten wir uns bestimmt ganz leicht an das Ziel anschleichen. Risa, du musst zuhören. Du musst aufhören, andere als Ziele zu sehen. Ey, ich glaube, das sind doch wirklich genau dieselben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Namen. Ich glaube, das sind echt dieselben, die da im Unterricht waren. Und die hat immer so komische Sachen gemacht. Von wegen, ja, ich überrumpel ihn und ich fessel ihn. Nein, das machen wir nicht. So, ist das ein Stein zum Mitnehmen? Das ist ein Stein zum Mitnehmen. Aber wohin mitnehmen? Also an meine Dings natürlich ran. Oh, Leute, guck mal hier, so eine Opfergaben wieder für Crocs. Ja, die kennt man doch auch noch. Das ist einfach, es gibt einfach zu viel zu entdecken. Nehmen, nein, nicht nehmen. Geben, Leute, geben ist seliger denn nehmen. So, auf dem Boden. Boings, hat geklappt. Oh, danke für die geilen Äpfel, Mann. Du hast mich gefunden. Hier, dafür kriegst du was ganz eklig. Was fast genauso sieht ist wie ein Apfel. Tschüss. Ja, danke. Danke. Jetzt mitnehmen wieder. Ey, du Arsch. Sorry. War nur Mittel zum Zweck. Was soll ich machen? Ich will mir noch eine große Keule bauen. Hier, Schwert mit Hartstock. Nee, hier, Soldatenschwert.
Das ist ja schon alles fusioniert. Der Alpha-Krieger-Klinge. Doch, ist... Nee, warte, doch. Ist das was zusammen gefustet? Ja, doch, ist ja irgendwie so... Nee, das sieht so klein aus. Kann man das irgendwie... Ja, ist schon irgendwas dran gemacht. Okay. Denn nicht. So, also die Fee, da werde ich nicht machen können. Vielleicht kann ich trotzdem mit ihr reden oder sowas. Nee, aber ich will jetzt mal gucken, was das mit dem Auto da auf sich hat. Einfach so ein Auto. Bis ich ein Pferd dann habe. Ach, guck mal, ist er wieder. Wer ist denn hier? Ob das Biest existiert. Was denn jetzt schon wieder für ein Biest? Ach, guck mal, der Hund. Oh, er hat seinen eigenen Schwanz gebissen. Das macht man aber nicht. So, was denn für ein Biest? Na, kann ich dir weiterhelfen? Alter, seine Augen. Kann ich dir weiterhelfen? Dir ist bestimmt eine Uniform, meine Uniform der Sonau-Forschungsgruppe aufgefallen, wa? Du hast wirklich gut erkannt, wer ich bin. Dank unserer Erkundung in diesem Gebiet kennen wir uns bestens hier aus. Da du mich schon mal angesprochen hast, will ich auch nicht mit Informationen hinter den Berg halten. Wenn du der Straße weiter in Richtung Südosten folgst, kommst du an einen Ort, der als Geburtsstätte Hyrules gilt. Leider ist die Schlossmauer genau da eingestürzt, wo mal ein Tor war. Und das Ganze ist von einem Feld an ein Felsland umgeben. Falls man es doch über die Mauer schafft, ist allerdings Vorsicht geboten. Denn direkt dahinter soll ein Abgrund sein. Ich würde mich dort ja gerne ein bisschen so im Forschungszwecken umsehen, aber wenn man das alles so hört, haben wir gar keinen Bock mehr. Ich hänge nämlich an meinem Leben, wisst ihr? Ja, verstehe ich. So, dann lass mich mal ein bisschen was snacken. Ein bisschen was zu essen machen, ja? Ein bisschen über das Menü. Hier mal das geile Edelwild, ey. So, in die Hand, ne? Richtig krasses Mega-Fleisch. Denn mit... Ja, was macht denn die mit einer Donnerblume? Du isst, wenn du explodierst, wenn du das frisst. So, dann noch ein bisschen Eier dazu. Einfach mal ein bisschen hier, noch mal ein bisschen Gras, ne? Uralte Zeiten von Hyrule. So, ja, wenn das kein geiles Gericht wird. Ah. Oh, Dampffleisch. Richtig fett, richtig viele Herzen werden dadurch geheilt. Cool, ja, das ist halt so ein Special-Ding, ne? So, guck mal, ich mach mal so eine Eichel. Warte mal, in die Hand. So, zwei Eicheln mit, oder mal so ein bisschen, was ist denn lecker hier? Auch mit so einem Fisch. Ja, klar. Hupsi, flups. Ein bisschen eine nussige Note. Oh, einfach Fischspieß. Okay. Finde ich aber schön, dass man auch einfach, wenn du irgendwas hast, dass du dir nicht einfach dir das versauen kannst. Ja, guck mal, ein Brunnen. Kann ich hier rein? Brunnen am Stall der Ebene. Ich kann da echt rein? In den Brunnen? Was ist denn so eine Art neue Höhle? Das ist richtig entdeckt. Leute, was ist denn mit dem Spiel los? Oh. Oh, was ist das für ein Brunnen? Hallöchen. Kressa, das Wasser ist genießbar. Viel Moos, Leuchtpilze vorhanden, alles notiert. Leuchtpilze? Huch, was machst du denn hier? Gut, du stellst dir vermutlich gerade dieselbe Frage. Bist du zufällig auch Brunnenfan? Ganz genau. Habe ich mir doch gleich gedacht. Ich bin auch ein großer Brunnenfan. Kressa ist mein Name. Es gibt nichts Tolleres als Brunnen. Die Feuchtigkeit, die einzigartigen Ökosysteme und diese Kühle, die einen die heißen Tage gut ertragen lässt. Genau, die Einsamkeit, Dunkelheit, ich verstehe schon. Ja, ja. Wenn du auch ein echter Fan bist, muss ich dir die Vorzüge von Brunnen ja nicht groß und breit erklären. Mein Traum ist es, alle Brunnen von Hyrule aufzusuchen. Durch die Lektüre alter Schriften weiß ich, dass es insgesamt 58 Brunnen in Hyrule gibt. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wo die sich alle befinden. Da du ja Experte bist, weißt du ja sicher von Orten, an denen sich Brunnen befinden. Würdest du mir sie verraten? Für solche Infos würde ich natürlich auch bezahlen. Was hältst du von 10 Rubinen pro Ort? Das machen wir. Deal. Klasse. Dann lass mal hören. Ich habe bisher nur den hier gefunden. Alles klar. Dieser Brunnen ist wohl der einzige, den du kennst. Ich kannte ihn ja schon, aber du hast mir den Ort genannt, also stehe ich zu meinem Wort. Du bekommst 10 Rubine. Geil. Brunnen findet man grundsätzlich vor allem in Siedlungen und an Stellen. In Ruinen gibt es auch welche, die mittlerweile nicht mehr in Betrieb sind. Die alten Brunnen haben einen ganz besonderen Charme, weil sie einen an längst vergangene Zeiten erinnern. Ach, ich möchte mir übrigens als nächstes den Brunnen am Spähposten genauer ansehen. Wenn du neue Infos zum Brunnen hast, lass mich doch wissen. Bis dann. Ey, was man hier alle für komische Quests angeht. Der Brunnenfan. Nebenaufgabe, oh Gott. Ist die erst abgeschlossen, wenn ich 58 Brunnen wirklich gemacht habe? Oh, was ist das für ein Vieh? Richtig krasser Fisch. Ein Leuchthöhlenfisch. Okay. Oh, Feen. Die sind aber richtig gut. Ich muss aufpassen, ich werde gleich absaufen. Das geht so nicht. So, da sind jetzt Frösche. Eine Kammklammerkröte. Eine Kröte, die sich an Wänden festklammert und dort verharrt. Die Sekrete ihrer Haut ermöglichen es, selbst nasse Oberflächen zu erklimmen. Ach, stimmt ja. Feen hauen ja ab. Stimmt ja. Sorry. Yeah,
eine Fee, wenn du all deine Herzen verlierst, heilen sie dich die Feen von selbst. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Cool. Soll kurz mal wieder ein bisschen hämmern. Nicht wahr? Ah, Feuerstein, ein Leuchtstein, geheimnisvolles Mineral, was man nur von früher kennt. Okay, das sind einfach echt so kleine Brunnen nur. Okay. Davon gibt es richtig viele? Verflupp. Leuchtstein, okay. Naja, aber für Feen? Ja, dann wartet mal. Versteht ihr, Leute? Feenbrunnen. Versteht ihr? Versteht ihr, netter Mann? Was denn für eine coole Anspielung jetzt? Na, ja, okay. Ich jetzt hier krass schon wieder zu viel aus. So, ist hier nur irgendwas? Ach, schade, das sieht man nicht. Sieht man nicht so cool wie beim Magnet damals. Da hat man ja schon das Aufleuchten sehen, auch wenn man nicht in Euro gezeigt hat. Aber gut. Weil ich würde sagen, das war ein cooler Part heute wieder. So einiges gefunden und entdeckt. Vor allem das ganze eklige Moos, was ich aber nicht mitnehmen kann. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, bin vom Weg abgekommen. Ich weiß, ich wollte eigentlich zu den Orni. Und jetzt guck mal, wo ich jetzt bin. Aber ich glaube, den einen Schrein, ja, guck mal, so ein komischer Molch da, keine Ahnung. Den einen Schrein will ich aber noch machen, dass wir immer wieder her teleportieren können, ne? Ja, aber erst beim nächsten Mal. Leute, vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Tschüss!